So, ein Ovoskop. Aber ich habe das hier gar nicht gesehen, oder? Melkmaschine, Wurst. Ah, hier hinten. In den Warenkorb. Warum ist sonst irgendwas? Nimm mal nochmal einen Sack Futter mit. Hast du noch Kugeln? Nee, ich hab noch 80 Stück. Passt. Bei mir zum. Habe ich geshoppt. Um herauszufinden, ob das Ei befruchtet ist oder nicht, schalte das Ovoskop ein und platziere das Ei in der Mulde. Ein befruchtetes Ei erkennt man an einem dunklen Fleck. Es ist besser drin nachzusehen. Ja, das gucken wir dann gleich. Bin ich mal gespannt. Futter hast du? Okay, hast du noch was gekauft? Nee, ne? Okay. Let's have it zum La zu der Ranch. Durindo. Bereit? Jetzt musst du dir den Schnulzensender anmachen. Wuhu! Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Da mutig ich. Vollstimmung. Kannst du mal bitte. Ich hab das nicht gemacht, das hast du mal gemacht. Nee, du bist fad. Da steht immer noch ein Ast. Ach komm, ey, ich fäll einfach alle Bäume, die hier sind. Wundert sowieso, dass hier noch Bäume stehen zu Video 6 in der Nacht. Was soll das denn heißen? So wie ich jetzt meine. Aha. Wird nicht schwer das Licht ausgemacht. Wo war denn der Lichtschalter? Hier. So, warte mal. Gibt's hier irgendwie... Wieder fressen diese Viecher hier. Was haben sie noch? Ist das überhaupt richtig rum? Ach, wird schon passen. Hier ist der Eiermann. Bring die Eier ran. Okay, eh hineinlegen. Ah, okay, ich kann mehrere reinlegen. Okay. Haben wir eins mit einem dunklen Fleck? Ein zweiter Korb wäre ganz cool, ey. Dann kannst du die jetzt nämlich. Ja. Also die, aus, ne? Die kannst du rausnehmen. Wohin? Pack erstmal irgendwo hin und packen wir dann gleich einen Korb. Aber nicht wieder zurück in den Korb, ich muss die durchleuchten. Ein zweiter Korb wäre eigentlich ganz gut gerade. Hintere Reihe packe ich schon mal neu rein, obwohl es eigentlich wurscht. Und wo muss der hier ein befruchtetes sein? Aber da steht keins bisher, ne? Nee. Ach komm schon, ich will Küken. Eins davon muss aber befruchtet gewesen sein, weil das hat dich hier angegriffen. Ja, das hat einen Fleck. Wo denn? Ist vorne links. Ah ja. Naja, ein Fleck, das sieht aus wie Ast. Okay, dann pack das schon mal weg, das kommt dann zurück ins Stall. Auch
Ja, das. Oh, beide vorne. Beide vorne sind. Ja, wir kriegen Küken. Okay, mehr Eier haben wir nicht. Also drei. Nee, zwei. Okay, dann bringen wir die zwei. Hey. Das heißt, ich bringe mir die zweimal zurück. Ja, die kommen in den Stall, damit die schlüpfen können. Und die Eier können wir dann ja eigentlich verkaufen gehen. Vermutlich im Laden, oder? Was meinst du? Na, was anderes macht ja keinen Sinn. Wo ist das zweite? Das ist gerade wieder in den Korb gepackt. Ja, ich finde das direkt. Scheiße, ich dachte, du hast die rausgenommen. Oh Ich kann nein. halt nur ein Ei auf einmal Oh setzen. nein. Ach komm. Ist da was Beflecktes bei? Ach Scheiße. Oh Mann. Einmal mit Fluss. Ich dachte, du hast das weggelegt. Aha. Ist das ärgerlich? Ach Mann. Oh, sagst du mir nicht, es ist genau das letzte jetzt. Ganz vorne hier oder Ja, drei Stück? der hier, das hier, ich pack's hinter dich, aber nicht drauf treten. Hinter dir. Liegt auf dem Boden. Genau, leg das Küken einfach auf den Boden. Ja, wo soll's denn sonst sein? So was Blödes. Okay, also zwei Hühner, sehr schön. Ich sehe gegen den Plan auf, dass wir einen größeren Stall geholt haben. Das mehr Hühner bedeutet natürlich auch dann mehr Eier. Wie viel. Okay, wollen wir da mal Eier verkaufen gehen? Ich würde gerne mal wissen, was die so hoch, was sie so bringen. Obwohl, wir haben Nacht. Wir müssen erstmal schlafen, wird wahrscheinlich alles zu haben. So lange wohne ich hier noch nicht, dass ich den Weg kenne. Denke du, da kann ich wieder nicht schlafen. Ich habe morgen Okay, wieder Augenringe. sieht voll entspannt aus. Ich mag es nicht, wenn man mich anguckt, wenn ich schlafe. Das ist gruselig. Schnell. Schnell. Soll ich mich nicht mitnehmen? Schnell. Als ich mir einfach die Tür vor der Nase zuhält. Das ist unglaublich. Die Klamotten ohne Decke. Was ist voll dein Ding, oder was? So zu schlafen? Hallo, das ist mein Nachthemd. Schade, dass man sich nicht umzieht, ne? Das ist voll stylisch und so multifunktional. Es hat auch eingebaute Schallpolster. Ich dachte, wir haben einen Heiratantrieb. So. So, wie viel gibt's denn nun mir dafür? Zeig mal her. Für die Eier bekommen wir $78. Ich weiß aber nicht, ob wir im Burgerladen mehr dafür bekommen. Wollen wir im Burgerladen gucken Burgerladen gehen? mit dem Ei. Ja, es gibt auch Ei auf Burgern. Oh, ein Burger, Ja, wenn aber es da halt stand ein. nicht Ei dort. Woanders macht wahrscheinlich auch keinen Sinn, oder? Kannst du den Baumarkt probieren, aber ich glaube mir, dass es da besser wird. Ich kann verkaufen das jetzt so. Ja. Wie viel Dollar raus haben wir denn? Gerade? 751. Ja, da Ja. müssen wir auch sehr viel sparen für das ganze Metall. Soll ich noch mal was mitnehmen an Metall? Ist doch sehr teuer, oder? Oder eigentlich könnten wir auch mal. Ach, wir müssten eigentlich auch mal eine Kuh oder so holen, wie Milch. Ja, Damit wir oder? Käse und so machen können. Also eigentlich müssen wir jagen gehen. Kostet ja wieder eine Hinterlandbaron Kuh. und Einkaufen im Riesentouch.
Das kommt auf die Kuh an. Es gibt eine Fleischkuh und es gibt eine Milchkuh. Also es gibt Milchkuh 650, Milchbulle 800, eine Rindfleischkuh 800 und eine Rindfleischbulle 1000. Also wir brauchen eine Milchkuh und eine Milchbulle. Mhm. Und wir leiden schon bei 1450 Dollar. Wir haben gerade mal die Hälfte. Na, wir müssen halt, ja, wir müssen Fleisch, wir müssen schießen gehen. Brauchen wir noch eine Milchkanne dann? Ne, wir brauchen eine Menge mehr dann. Eigentlich sollten wir hoffen, dass die Schweine sich vermehren, ehrlich gesagt. Dann können wir Schweine vielleicht beim Burgerladen verkaufen. Oder vielleicht zu Wurst. Ah, zu Wurst weiterverarbeiten und so. Wie viel kostet denn hier so ein. Warte mal. Manuelle Fleischwolf kostet 200. Eine Wurstspritze, 235. Soll ich die beiden Sachen einfach schon mal kaufen? Ich meine, dann haben wir sie. Ja, komm. Komm nicht drum herum. Wir brauchen es ja eh, dann haben wir es lieber jetzt schon mal. Dann gehen wir Fleisch machen. Also Fleisch schießen. Immer noch mal Kugeln mit. Ich habe genau gesehen, dass es passt. So. Ja. Gibt es eigentlich. Ich muss gleich mal einen Tisch bauen. Warte mal, hier gab es irgendwo einen Tisch vorhin. Ich hab's. Oh, das wollte ich nicht. Ich hab doch vorhin irgendwo einen Tisch. Nee, Zäune ist dein Tisch. Ach ja, genau. Ich würde gern. Also willst du das, die Wurst und sowas, willst du das lieber im Haus machen bei uns oder willst du das in der Garage machen? Gesagt im Haus, dann können wir gleich so einen Vorratsbehälter reinstellen, oder? Ja. Wir haben ja da so einen Vorratsraum. Ja, es gibt so einen Vorratsbehälter für Fleisch, aber wir brauchen auch Metall. Sollten uns erstmal um die Silos und so dann auch kümmern. Ich fahre noch mal kurz zum Berg, ob wir vielleicht noch ein bisschen was finden. An Fleisch. Ich weiß leider nicht, wie lange das dauert. Ich muss gleich mal Schweine. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich muss gleich mal Schweinezucht mir angucken. So viel wie die fressen. Also, wir sind auf allen vier Rädern. Alles gut. So. Ich kann die Kamera leider nicht beeinflussen, by the way, weil jemand dachte, dass ich das mit Absicht mache. So, vielleicht findest du hier irgendwo Wild? Ist so was Wildes? Ja, ich sehe einen wilden Autofahrer. Hey, ja, ich gebe mir Mühe, das vernünftig zu machen. Links, links! Ja, 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 dann steig aus und renn hin. Wenn du ihn schon siehst, weil ich sehe ihn nicht. Ist hier ich? Ah, da. In dem Baum versteckt. Der Mann, der irre Mann mit der Weihnachtsmütze rennt wieder durch den Wald. Aua. Ja, fahren wir noch wieder für die Linse. Dann beschwert sich wieder. Au! Du tust mir weh. Nee, du hast mir nicht wehgetan. Du hast dem Auto wehgetan. Ach, sie machen es sich bequem jetzt. Ja, wenn ich gucke mir das jetzt mit den Schweinen an. Stelle sicher, dass du eine Scheune gebaut hast. Halte die Türen verschlossen, damit das Schwein nicht weglaufen kann. Du wirst viel Getreide brauchen, denn sobald das Schwein gemästet ist, kannst du es schlachten und das Fleisch erhalten. Weibliche Schweine können im Laden gekauft und mit dem männlichen gepaart werden. Nach einer Weile werden die trächtigen weiblichen Schweine Ferkel zur Welt bringen, die während ihres Wachstums auf die Nahrung der Mutter angewiesen sind. Hey, warte mal, ich muss das bestimmen, dass die sich paaren, oder wie? Eine Scheune? Brauchen wir erstmal eine Scheune? Brauchen also doch, siehst du, wie ich vorhin gesagt habe, wir brauchen eine Scheune dafür. Nein, es brauchen nur Pferde. Okay, hallo, Markierung? Ich kann nichts markieren? Ich kann nichts markieren, oder?
Und okay. In die falsche Richtung, wenn sie zur Range wollen. Alles gut. Ja, ja, ich. Ich weiß Bescheid. Ich stehe Bescheid, stehe im Baum. Da ist ein Eich. Wo? Ah, da. Wo? Genau vor der Nase. Ich komme mir mehr vor wie ein Jäger, eher als ein Bauer. Jetzt ist es ja auch erstes Spiel. Goat Simulator? Nur mit Rindchen? Ist es Hunter Go Wild oder irgendwas? Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Wäre doch auch was für uns, oder? Nee, ich habe das mal gespielt. Das ist, ja, nee. Wenn du so ein Tierliebhaber bist, ja. Wenn du so ein Tierliebhaber bist, deswegen fahren wir alle Ziegen und saufen sie. Das ist unabsichtlich. Natürlich. Ja. Ach, deswegen hast du es jetzt auf die Äste hier abgesehen. Ja. Also kein Baumkuschler. Ah, ja. Warte mal, das ist die Dingsspritze. Aha. Okay, ja, macht ja Sinn, weil da kommt da der Topf hin. Hm. Holzplanken müssten wir eigentlich noch haben, ne? Glaub schon. Ich weiß ja auch nicht, was mit den Türen ist. Die haben da nichts getan. Ich weiß auch nicht, was mit den Türen ist. Die mögen mich, glaub, einfach nicht, ja? Oder du magst sie nicht. Das Ding ist, mein Ding ist sehr groß. Und da muss ein... Mein Ding ist sehr groß. Und da muss ein Topf... Also da muss auf jeden Fall ein Topf später drunter stehen. So. Also jetzt schon bauen. Ja, anscheinend schon. Wollen wir die hier gleich hier platzieren, oder? Ich guck mal gerade, was so die kleinste Frontsektion der Scheune, Mittelsektion. Ach du Heilige, ich glaube, wir brauchen generell Haupttor, Scheunenbox, Stall für den Einbau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, erstmal brauche ich eine Oh du Scheiße, das ist aber. Ja, wir brauchen viel Platz, oder? Also. Abgeholzt, oder? Hier? Das hier wäre die Frontsektion. Hier haben wir doch schon abgeholzt. Ja, also ich habe jetzt hier gerade mal gesetzt. Das wäre Frontsektion. Dann kommt die mittlere. Und dann. Die Rückseite. Dann, oh Gott, was muss denn hier alles rein? Da müssen hier noch Seitentüren, kann ich hier einsetzen? Obwohl, ne, da nur eine. Ich brauche. Zwei Scheune. Was? Wieso? Hä, wieso? Ich habe hier eine Scheune hingesetzt. Ja, ich habe doch auch eine hingesetzt. Ich hab doch schon längst damit angefangen. Aber meine ist viel schöner als deine. Das stimmt gar nicht, du alter Lügner. So, ein Tor haben wir noch. Eine Scheunenbox brauchen wir ja schon mal nicht, oder? Oder doch? So, also meine Scheune wäre bereit. Meine ist auch bereit. Sogar schon zwei Scheunenboxen. Ja, meine auch. Meine ist aber viel schöner als deine. Nein, gar nicht. Meine ist viel schöner als deine. Nee, meine ist größer. Wie, deine ist größer? Warum hast du denn jetzt da und hier eine gebaut? Ja, weil du eine Scheune direkt neben dem Haus haben willst, oder was? Ja, natürlich. Du wirst den quiekenden Schwein in der Nacht zuhören, oder was?
Das Ding ist, nach rechts würde ich eigentlich noch Platz lassen, weil wir können ja größere Häuser bauen. Und wenn wir dann nachher ein richtig großes Haus hier haben. Ach scheiße, wir haben noch keinen Schmuck geholt für unseren Weihnachtsbaum. Das haben wir jetzt völlig vergessen. Ich glaube, erstmal brauchen wir super viel Holz. Ja. Holz, Holz, Holz. Wollen wir die Ketten. Warte mal, wollen wir diese Säge nicht hier draußen hinstellen? Das macht doch viel mehr Sinn, als wenn wir jetzt ständig zur Garage rennen. Oder? Ich bin dabei. Okay. Ich hoffe, die Dinger wachsen hier alle mal nach später. So. Sieht irgendwie komisch aus, wie die hier stehen, die Dinge. So fälle ich Bäume. Hast du etwas gegen meine Art, wie ich Bäume fälle? Nichts Wirksames. Okay. Ja, die Säge braucht aber eh schon 3 Stunden. Ja, vielleicht hätten wir auch mal eine bessere investieren sollen. Erst bin ich Jäger, jetzt bin ich Holzfäller. Dieses Landleben macht mich noch ganz kirre. Dann die alte Holzluger noch, Holzluger noch. Aber die dicken Tannen lassen stehen, ja? Ja, damit wir so ein, damit wir so ein bisschen hier haben. Ich hoffe, die wachsen alle irgendwie nach. Später. Ist das hier Müll? Oh, ich glaube, hier kann man eine Windmühle draus bauen. Oder sollte man eine werden? Meinst du, das reicht an Holz? Ich glaube nicht. Echt nicht? Keine Ahnung. Ja, ich würde gern mehr als ein. Also ein Anhänger wäre jetzt auch ganz cool, aber naja. Ich wollte das so schön aufdrapieren, weißt du? Und dann kommst du. Flupp. Ich hoffe, ich kriege Kilometergeld. Wir verfressen die Schweine richtig viel, ne? Achso, ich wollte mal gucken. Kann ich denen denn sagen, dass sie sich paaren sollen oder geht das so in der Scheune? Lieben die sich jetzt so? Lieben die sich jetzt? Ganz schön fett geworden, das Schwein. Ey, doch, die haben mich. Fress mir nur mal was. Die sind richtig viel, zum Glück haben wir gerade nur 2. Deswegen habe ich eine Mütze auf. Also hoffentlich ist die. Hoffentlich ist die schwanger. Fressen kann. Bam, badam, bam. Bam, badam, bam.